Wird dieses U-Boot von einem PlayStation-Controller gesteuert und ist das wirklich so schlimm? Hier ist mal kurz meine Meinung dazu. Boah, ey, wenn man keine Ahnung von irgendwas hat. Erstens mal, meine Liebe, das ist kein PlayStation-Controller, sondern Logitech Gamepad. Ich hatte dieses Gamepad auch mal, ist eigentlich ganz robust. Ich hab's jetzt nicht mehr da, aber sieht halt so aus wie das da. Und man sieht ja schon auf den ersten Blick, das ist kein originales Gamepad, da wurden Sticks komplett modifiziert. Man braucht ein extrem präzises Movement, was mit so Standard-Potentiometer-Sticks nicht möglich ist. Wahrscheinlich wurde auch die Funkverbindung gemoddet, was weiß ich was. Und es wird auch kein Bluetooth-Controller sein, sondern wahrscheinlich 2,4 GHz, da das wesentlich stabiler, sicherer ist, etc. Und Steuerung über Controller, egal jetzt welcher Controller, ist komplett legitim, sei es FPV-Drohnen, sei es im Militär, was auch immer. Könnt ihr euch hier anschauen, zum Beispiel Militärdrohnen, Roboterdrohnen, wie zum Beispiel das da, die werden auch gesteuert über eine Remote-Plastik, vielleicht 2 Euro aus China. Was aber viel mehr scary ist, dass es nicht wirklich eine Redundanz gibt in diesem Teil. Es gibt zwar Touch-Controls, aber diese Screens können natürlich auch mechanisch beschädigt werden. Sind natürlich wahrscheinlich robuste Screens, aber trotzdem super scary, wenn man sich auf Controller plus Touch verlässt. Also ich würde auf jeden Fall nie in meinem Leben einsteigen, wenn es keine hard-gewireten Emergency-Controls gibt. Aber ich denke mal nicht, dass Controls vielleicht das Problem sind, sondern vielleicht ein Antriebsfehler, was auch immer. Auf jeden Fall super dramatische Sache. Ich hoffe, es geht noch gut aus. Verfolgt das auch schon seit gestern Abend. Aber diese ganze Hysterie mit, ja, das ist deswegen so ein Crap, weil es mit einem Controller betrieben wird, ist halt kompletter Unfug. Auf jeden Fall, ich hoffe nur das Beste. Und würdet ihr auf so einen Tauchkurs Expedition gehen?